100 Miles to go, Herzrock 2011. Ihr wart vor 2 Jahren auf dem letzten Herzrock schon. Jetzt ist das Wetter noch bombastischer. Was können wir von euch als Endband heute erwarten? Schreit ruhig alle rein. Endzeit. Endzeit. Wir machen das Ding hier fertig. Wenn wir fertig sind, steht hier nichts mehr. Nackte Tatsache. Nackte Tatsache. Gut, dass ihr nach 12 spielt. Jetzt haben wir es ungefähr 7:30. Buchse ich schon runter, der nächste kommt. Was gibt es außer nackten Tatsachen an musikalischen Höchstleistungen? Die neue Platte ist in der Mache und ich weiß nicht, wann genau es jetzt letztendlich rauskommt, aber wir sind dabei und es wird grandios. Es wird grandios. Grandios. Wird es grandioser als dein Salto vom Herze rockt vor 2 Jahren. Es gab eine artistische Einlage, für die es nicht wissen. Grandios. Was wird das nächste sein, Lore? Was hast du dir überlegt heute? Also das überlege ich mir mal ganz spontan, würde ich mal sagen. Und so eine Nummer, das kann man schon mal versprechen. Wie vor 2 Jahren wird es auf jeden Fall nicht mehr geben. Ich hätte mir alles brechen können. Vielleicht würde ich jetzt hier so gesund nicht mehr dastehen. Schön, dass kann man echt von Glück reden. Schön, dass du gesund dastehst. Und ich habe gestern gehört, ich hätte es geschafft, wirklich in der Tonne zu landen. Aber glaube ich echt nicht. Glaube ich eigentlich nicht. Stimmt. Das war ein Salto in eine gute Crema-Mülltonne aus Herzebrock. Wir sind auf dem Herzebrock. Back to the Roots. Gerade im Hintergrund spielen Sterb, wenn man so hören kann. Grandios, ganz grandios. Unglaublich, waren auf dem ersten Herzebrock 99 da. So ja? Hättet ihr Bock, euch einen von Sterb mal auszuborgen? Wie, wofür? Nein, Sterb fragt bei uns ziemlich oft an wegen Lore, den wir aber nicht abgeben. Und wir fangen eigentlich schon bei denen ständig an, ja. Weil George ist so eine kleine Knuddelmaus und wir eben gesehen, er kann ja wirklich gut mit Morgensternen schlagen etc. und mit dem Hühnchen umgehen. Also den würden wir schon gerne bei uns aufnehmen, so als Teddybär-Maskottchen. Ja, als Wrestler halt, ne? Ja. Wir machen ja Wrestle-Punk. und aber auch als Menschenfreund. Menschenfreund auch wichtig, ja. Und als... Ein bisschen pädophil. Nein, pädagogisch. Ach so. Pädagogisch, Scheiße. Genau. Pädagogisch pädophil. Ich komme gar nicht dahinter, weiß gar nicht, ob der Ton noch gut ist. Wird eine Granate werden. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Was machen wir morgen früh um 7:15? Viertel vor sieben? Yeah. Kacken. Also, falls Lore das mit der Mülltonne nicht hinkriegt, wir haben ihn angemeldet beim Bad Dance Contest in Hamburg. Weil das kann er genauso gut. Lore, Bad Dance Contest. Ich kann nur dazu sagen, wenn es euch gefällt, dann kann ich sagen, dann mache ich doch mal weiter, oder? Dann kann, ja. Ich, doch, ja. Dann kann ich doch. Lore, es wäre die perfekte Zeit, mal gerade was hinzulegen für den Bad Dance Contest. Das wäre ein Traum. Gut, den Lorbotter. Vielleicht könntest du einen Lorbotter oder ein Tier eventuell. Den haben wir nicht. Das wäre okay. Ich könnte euch mal bitte für eins entscheiden. Der Lorbotter. Der Lorbotter. So ein Roboterhund? Ein Roboter. Ja. Damit liegen wir auf jeden Fall weit vorne. Weit vorne liegen wir mit der Nummer. Welcher Schritt? Der läuft doch überall vor, zeig mal. Der läuft doch überall vor. Hier, guck mal. Der ist hat so einen Senden. Das kann nur Go-Go's. Vorwärts und rückwärts. Ich sag ja, Wrestling-Punk, ganz klar. So, zum zweiten Teil treffen wir uns nach dem Gig. Sag ich das mal, ne? Ja. Kannst du vielleicht noch kurz den Kranich? Oh, warte mal, wie war das denn nochmal? Der ist schön, weil der kann auch Geräusche, der Tanz. Ja. Jetzt erwischt er mich auch. Der Kranich. Erst der Lorbotter, dann der Kranich. Ja. 100 Miles to go. Letzte Band auf dem Herzen rockt. So, Band, noch knapp, weil wir haben gerade einen Verzug von 1,5 Stunden. Also wir haben Spielzeit 11:45. Wir gehen von 1:30 bis 2 Uhr nachts aus. Gut. Wir wollen mehr Ärsche sehen. Tschüss.